heute früh waren schon um 8 25 Grad. Die Olsenbande ist am Mini-Steinhaus. Die bauen dort jetzt noch ein Gartenhaus, ein Schuppen, sag ich mal, wo auch dann Notstromversorgung reinkommt. Und die Küchenjungs sind auch da. Heute wird die Küche eingebaut, dass wir dann sehr zeitnah auch in das Mini-Haus ziehen können, kurze Wege haben. Denn diese Fahrerei täglich ist einfach nur nervig, muss man sagen. Mann. So, wir haben jetzt von der Daria ein kleines Geschenk gekriegt. Das kann ich mal vorlesen. Das ist mein Geschenk an dich aus tiefstem Herzen. Dieses Set wurde von meinem Freund in seiner Töpferwerkstatt in Nischni Nowgorod hergestellt. Ich habe ihn gebeten, dieses Set für sie zu machen. So. Sehr schön. Da seht ihr das. Nee, sind wirklich ganz, ganz liebe und geben sich auch wirklich Mühe. Und hier muss man wirklich sagen, das sind alles Profis und mit den Profis macht es auch richtig Spaß, zusammenzuarbeiten. Ja, es kostet etwas mehr Geld, wie, ich sage mal, Baumarktware, aber dafür funktioniert es. Und sie geben sich wirklich Mühe und sind wirklich auch fleißig, kann man nicht anders sagen. Nikolai wegen dem Gasanschluss. Wir machen jetzt erstmal eine Gasflasche hin, bis im Herbst oder im Frühjahr, je nachdem wann die Gasleitung kommt, es dann dementsprechend direkt anschließen können. Prangt noch genau an, wo die Technik hinter ist. Ja, schon richtig Fummelkram. Und die Jungs haben selbst da, wo der Schornstein rausgeht, wo sie den Ausschnitt nachträglich gemacht haben, auch nochmal alles laminiert. Also Umleimer ran. Also muss man wirklich sagen, super. So, das Mini-Steinhaus hat jetzt auch eine Küche. Und die Jungs haben wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Hier hinten auch mit nochmal separaten Steckdosen. Jo, und hier hinter ist die ganze Technik versteckt. Ich mache bloß mal eine Seite auf. Einfache Lösung, aber gut gemacht. Ach, da ist noch schmutziger Finger dran. Ja. Und auch mit diesem Softclose kann man nicht meckern. Doch, jetzt ist es eine Küche. Nicht das, was hier ganz am Anfang vorgesehen war dafür. Das kann man nämlich komplett vergessen. Und das ist eine Küche, auch wenn sie klein ist, aber sie funktioniert und so soll es sein.